Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96, Endstand 3:2. Wie immer darf ich die beiden Cheftrainer, Stefan Leitl und Kari Gerrards, auf dem Podium begrüßen. Und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Leitl, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank erstmal. Glückwunsch an Schalke und an Karel zum Sieg. Wir sind sehr enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, diese Performance der letzten Wochen auch auf den Platz zu bringen, speziell in der ersten Hälfte. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein schwaches Spiel gemacht haben, aber ich fand, wir waren kontrolliert, aber nicht zwingend genug. Und somit ja, haben wir die Schalker, glaube ich, schon ja, dann auch am Leben erhalten, möchte ich es mal sagen, ja? Weil wir einfach nicht zwingend genug waren und gehen dann mit dem ersten Torschuss aufs Tor dann auch in Rückstand. Wir haben das in der Halbzeitpause nochmal angesprochen, dass wir deutlich mehr Intensität im Spiel brauchen, und zwar Intensität im eigenen Ballbesitz. Ich finde, dass uns das in der zweiten Hälfte ein bisschen besser gelungen ist. Aber am Ende des Tages reicht es dann nicht, um die Punkte dann auch mitzunehmen, was natürlich sehr, sehr unglücklich ist für uns. Und trotzdem geht es weiter. Wie gesagt, ich glaube, es wäre vieles möglich gewesen heute. Leider hatten wir heute nicht die Performance der letzten Wochen. Und somit steht dann dieses Ergebnis. Dankeschön. Vielen Dank. Karel, dein Kommentar bitte. No, first of all, I'm very happy, very proud. Of course, with 3 points. I think the team was waiting for this moment for weeks. It was a big pressure was on the guys, on the players, on the whole club. So the most important today for us was to perform, to show that that we're still alive. And I think it was a close game from both sides, not so many chances. And I think we scored in a good moment. But for me, was to see as a coach very good when Hannover made the 1-1, to see the reaction of the guys. They don't stop. They continue to believe. And that's what we need really in this moment. We need to take left and right these keywords. And in this moment, belief is very important, and I hope these 3 points will give us some more breath, some more energy to go in the next week. Ja, ich fasse es wie üblich einmal kurz zusammen. Er ist sehr stolz, sehr glücklich. Die 3 Punkte sind das, worauf die Mannschaft seit Wochen gewartet hat. Natürlich war der Druck groß vor diesem Spiel. Es war auch ein enges Spiel. Er sagt, wir haben zum richtigen Zeit das Tor getroffen. Und wichtig war für ihn zu sehen, die Reaktion nach dem 1-1, dass die Mannschaft zurückkommt. Und er hofft, dass die 3 Punkte jetzt der Mannschaft weitere Energie geben. Ich würde euch jetzt bitten, zunächst die Fragen an den Gästetrainer zu stellen, damit Hannover dann keine Zeitprobleme bei der Abfahrt bekommt. Daher die Frage, gibt es Fragen an Stefan Leitl? Dann bitte um ein kurzes Handzeichen und dann kommen wir mit dem Mikrofon zu euch. Hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, Florian Krebs von der Bild. Tag zusammen. Stefan, du hast angesprochen, dass es euch das nicht gelungen ist, die Performance der letzten Wochen heute auf den Platz zu bringen, speziell in der ersten Halbzeit. Woran lag es? Fehlte da vielleicht auch so ein bisschen der letzte Mut, dann einfach zuzuschlagen? Man hatte irgendwie so das Gefühl, wenn ihr jetzt eine Schlagzahl erhöht, dann liegt das 1-0 in der Luft, aber das habt ihr nicht getan. Warum? Ja, du hast eigentlich die Frage dann auch schon beantwortet, Florian. Es ist nicht nur so, dass du im Spiel gegen den Ball eine Intensität brauchst, sondern auch im Spiel mit Ball. Das heißt, den Gegner dann auch dazu zwingst, in 1-gegen-1-Situationen, über Gegenbewegung, tiefe Läufe. Und das war nicht in dieser Schlagzahl vorhanden wie in den letzten Wochen. Und deswegen wirkte es, so wie ich schon gesagt habe, kontrolliert, aber nicht zwingend genug. Weil ich glaube schon, dass wir die ein oder andere Situation, speziell über unsere linke Seite mit Derek Köhn, wirklich gut dann auch erstmal bis ins letzte Drittel gebracht haben, auch vielleicht gut durchgebrochen sind, dann Präzision, Genauigkeit. Und ich glaube da, wenn du dann die Zahl der Angriffe, der Aktionen erhöhst, gute Gegenpressing-Momente schaffst, um Wellen zu starten, dann ziehst du vielleicht das Spiel auf deine Seite. Ist alles hypothetisch, trotzdem sind wir einfach unglücklich mit dem, was wir gespielt haben, ganz klar. Gibt es weitere Fragen an den Gästetrainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Herr Leitl, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von Ihnen und machen mit unserem Teil der Pressekonferenz weiter. Tschüss.
Ja, wie immer würde ich euch bitten, nach Möglichkeit die Fragen auf Englisch zu stellen. Ich werde die Antworten dann kurz zusammenfassen. Und dann starten wir mit Robin Haag für die WAZ. Karel, a few days ago you sat here and said you want to see soldiers, warriors on the field. How satisfied are you with the performance of the team? That's the most satisfied for me, to see today the players fighting together. The first half, like I said, was really close, not so many chances, but the guys were fighting in good moments and difficult moments. And if we see the reaction after the 1-1, the head don't go down. They keep pushing to believe in the result, and that's what we need in this moment. Fighting spirit, players would play together, would defend together, not isolate, but together. And that makes me the most proud today. Ja, unter der Woche hat der Gästetrainer gesagt, dass er Spieler auf dem Feld haben möchte, die kämpfen. Jetzt war die Frage, ob er denn zufrieden ist. Er sagt, er ist sehr zufrieden. Er hat gesehen, dass sie gekämpft haben, dass sie zusammen alles reingehauen haben, gerade in der ersten Halbzeit, in guten, aber auch in schwierigen Momenten, haben sich gegenseitig gepusht und nochmal angesprochen, die Reaktion nach dem 1:1 war auch wichtig für ihn, dass alle zusammenspielen und vor allen Dingen auch zusammen verteidigen. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. What do you think about the decision to give penalty against Schalke? Yeah, I think when I see it live, I think Ralf make a very good intervention. Yes, it was big intensity, but if we put Ralf in this room, he is 2 meters, he is very tall. So when you come as goalkeeper, you need to do everything to take the ball. So okay, the referee took the decision to give penalty, and we need to accept. But it was for me 50-50. Ja, die Frage nach der Situation, wie er den Elfmeter gesehen hat. Er sagt, ja, das Ralf sowieso 2 Meter groß ist, also eh schon, dass man alles, dass er in seiner Situation natürlich auch alles machen muss, um an den Ball zu kommen. Und für ihn war es ja eine 50-50-Chance. Sie akzeptieren natürlich die Entscheidung. Robin Haag für die WAZ. In my opinion, Lino Tempelmann played very well today. Would you say he was an example for the fighting spirit you wanted to see of the whole team? Well, you say Lino was good today. Of course, he was good. But I see really all players, the guys also who came from the bench, gave energy to the team. If you see an example, Hassan, come on the field, he was present in the first ball, second ball, he was strong in duels. That's in this moment one of the most important things what we need to see back. And we will go step by step. The 3 points are important, are very good, but we still have a long way to go. But 3 points help us to believe in what we are doing. Ja, die Frage nach der Performance von Lino Tempelmann. Er sagt natürlich, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber hat bei allen Spielern gute Aktionen gesehen. Auch die von der Bank kamen, lobt er nochmal, zum Beispiel Hassan. Sie haben dem Spiel Energie verliehen. Gerade er ist auch in die Duelle gegangen und ja, die 3 Punkte sind ein guter Start. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer hier vorne. I think the last days were not only for the club very difficult. I think they were a big challenge for you too. How important is this result for you, for your feelings, for your soul? But this result today we need. I don't say it was an obligation, but we are not far from obligation. We needed these 3 points today. We cannot continue and say every week we work hard, we believe. One moment we need to perform on the field and we need to take the 3 points. So that's why today the 3 points are important. We scored 3 goals. We defend very good together. I saw good things. I saw things we need to correct. But I should lie if I tell you that last week was easy week and without issues. No, it was an intense week. We had a lot of work to all staff, a lot of conversations with the players to explain, to show them by a lot of videos. And yeah, we work really hard to come out of this momentum. And there's no secret in life. We need to work hard, but we also need to believe in what we are doing. And when the moment is there, sometimes you need to show it also and to do it in actions. Ja, nun die Frage, ob es nicht nur für den Club, sondern auch für ihn persönlich eine schwierige Woche war. Er sagt, er würde lügen, wenn er sagen würde, dass es einfach war. Es gab viele Gespräche unter der Woche. Ja, es gab jetzt 3 Punkte, 3 Tore. Sie haben gut zusammen verteidigt. Er hat Sachen gesehen, die gut waren. Er hat aber auch Sachen gesehen, an die sie noch weiter arbeiten müssen. Aber ja, diese 3 Punkte natürlich sind jetzt eine Genugtuung. Wir machen hier vorne weiter. Ja, Emiel Visser van de Limburger uit Nederland.
should be in English, or can I do it in Dutch also? No. English would be nice. Oh, okay, English. This is your first home game in the league here in Schalke. What was your impression of the atmosphere of this, of the stadium, of the fans? What can I tell? It was amazing. To be honest, last week the fans, they gave us a message. They were not happy. They were not pleased with the results, which was correct. So today it was they were present. The most important was that we give today the first sign to the supporters, and we did. And then when it is like this, then things come together. The fans and players, there is a connection. And in that moment, I think the stadium is amazing. Ja, die Frage, dass ja sein erstes Heimspiel war, wie er die Atmosphäre wahrgenommen hat. Er sagt, sie war großartig. In der vergangenen Woche waren die Fans natürlich nicht mit dem Ergebnis einverstanden, haben der Mannschaft eine Message mitgegeben. Deshalb war es ihm wichtig, dass hier die Mannschaft zuerst ein Zeichen an die Fans gibt. Das haben sie gemacht und dann hat man die Connection oder die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft gesehen. Robin Haag für die WAZ. What was your idea behind putting Darry Merkin as center back? Yeah, Darry is... He's a football player with a lot of intensity, a lot of conviction, always on training. You see it in his eyes also. When you speak with him, I see fire. I like to see fire in the eyes of players. So for me, he played in this positioning like he played already for 10 years. So he was good on the ball. He was good in duels. He gave cover to the teammates. So I'm not surprised with his performance, but I'm very happy for Darry. Ja, hier die Frage nach Darry Merkin und er sagt, er hat schon für über 10 Jahre auf dieser Position gespielt, war immer am Ball, hat die Duelle gewonnen. Es überrascht ihn nicht, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat. Freut sich natürlich für ihn. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lösen wir jetzt noch auf, wer das Veltins-Tippspiel gewonnen hat. Da haben wir gleich 2 Gewinner, einmal Ralf Debart und Yoshiko Ryokai. Die Gewinne können am Medienbüro abgeholt werden. Dann bedanken wir uns bei euch, wünschen euch einen schönen Samstag und kommt alle gut nach Hause. Dankeschön.